Willkommen hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen ja ein neues Projekt, dazu möchte ich euch herzlich begrüßen, nämlich Super Mario 3D World. Wir waren gerade im, ich sag mal, Ladebildschirm, haben jetzt einmal den... Super Mario 3D World. Wir haben gerade nochmal angezeigt bekommen, mit welchen Controllern wir da spielen können. Sowohl mit dem Gamepad als auch mit dem Pro-Controller, mit den Wii-Controllern, auch dem Classic-Controller ist es möglich. Ich werde erstmal mit dem Wii U Gamepad arbeiten und werde dann mal schauen, wie das Ganze so ist, wenn dann nämlich zu viel auf dem Display erscheint und ihr das nicht seht auf dem Let's Play, dann werde ich vielleicht zu dem zu dem Pro-Controller wechseln, weil da haben wir diese Schwierigkeit nicht. Wie ihr seht, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, nein, es ist schon etwas länger draußen, ich habe es mir aber ein bisschen später erst zugelegt und bin sehr davon angetan von, ja, wie soll ich sagen, von dem ganzen Spiel. Ich war ja schon immer so ein Mario-Fan. Am meisten freue ich mich natürlich auf Mario Kart, aber da das Spiel erstmal noch nicht raus ist, müssen wir uns mit diesem Spiel begnügen. Und ich bin doch recht gespannt, wie das sein wird. Also das letzte gute Spiel von Mario war, fand ich, war Mario Galaxy, also Super Mario Galaxy für die Wii. Den zweiten Teil davon habe ich nie gespielt. Und hier ist es so, man hat mehrere Charaktere zur Auswahl. Das ist eigentlich sonst eher der seltene Fall. Kennt man so ein bisschen von New Super Mario Bros. Ich hoffe, dass das Spiel nicht ganz so danach ausgelegt ist, weil das war mehr so ein Multiplayer-Spiel, wo man ein bisschen mal Just for Fun machen kann. Hier hoffe ich, dass man viel mehr auf die Story ausgelegt ist und dass man Fähigkeiten hat. Es gibt einmal Mario, der soll ein bisschen der Allrounder darstellen. Luigi soll extrem hoch springen können. Peach kann ein wenig gleiten im Spiel und Toad soll der Schnellste sein. Aber ich denke mal, ich werde klassisch mit Mario das Ganze durchspielen. Obwohl, nein, nehmen wir mal Luigi. Ist ja Luigi-Woche, ne? Oder Luigi, Year of Luigi. Und dann startet das ganze Spiel auch schon und... Oh, es beginnt mit einer Sequenz. Hilfe, okay, die spricht schon zu uns und okay, wir sind in so einer Art, also erstmal fand ich das Intro gar nicht mal so schlecht, es ist kurz gehalten, hatte wenig Text, es sieht ein bisschen so aus, als wenn sich Bowser als Link ausgibt und Feen sammelt in Flaschen, das Ganze scheint hier in so einer Art, ja, wie soll ich sagen, na, kann ich hier drauf oder kann ich hier nicht drauf, nein, kann ich nicht. Das Ganze scheint so ein bisschen in einer Art von New Super Mario Bros. Zu sein. Also ich kann mich auf dieser Welt hier frei bewegen. Was uns allerdings wenig hilft, glaube ich. Da wir eh hier zu diesem ersten Fähnchen müssen. Ja, ihr seht das. Und es gibt drei Sterne, sehen wir. Ja, da gehen wir doch mal rein. Bin ich mal gespannt, was die erste Welt so sagen wird. Aber bis jetzt ist auf dem Wii U Gamepad nichts großartig anders. Ich habe jetzt die Möglichkeit, die Kamera zu drehen. Was ist denn jetzt los? Okay, mit A und B. Ah, mit A und B kann ich springen. Und man kann auch schnell rennen.
Okay. Ah, wenn man eine gewisse Zeit lang rennt, dann... Na komm. Kann ich mich irgendwie drehen oder so? Mario hatte, also nicht ganz zu Beginn des Anfangs, aber er hatte später wenigstens die Möglichkeit, so eine Attacke zu machen. Aber scheint hier nicht der Fall zu sein. Kann ich in Bäume springen? Ja, das kann ich. Sehr schön. Ist da vielleicht auch irgendwas drin? Früher waren da immer Münzen. Sehr schön, nehmen wir gerne mit. Ich schätze mal, das Prinzip ist gleich geblieben. Oh, und da haben wir schon ein neues Item. Ah, sehr schön. Wir sind nämlich jetzt Katzen-Luigi. Und haben wir... Ah, jetzt haben wir auch eine Attacke drauf. Das ist schön. Das freut mich natürlich. Ich denke mal, das Spiel ist ein bisschen ausgelegt für den Mehrspieler-Modus. Moment. Ah! So, ich wollte schon sagen, bist du wohl ruhig? Warte mal, wir gehen mal durch die Röhre. Tada! Halt! Wo ist die Münze? Oder habe ich die automatisch bekommen? Dann kann man hier... Also die Welt gefällt mir. Es ist nicht mehr so wie bei Mario Galaxy, dass man... Okay, hier kommt man wohl zurück. Ah, ja, Moment. Ich sammle euch alle ein. Gib mir einen Moment. Münzen, 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 Münzen. Gut. Oh, Applaus habe ich bekommen. Nett, danke. Man kann hier hoch, denke ich. Moment. Ich kann an der Wand entlang krabbeln. Was war das denn jetzt? Habe ich irgendwas freigeschaltet? Habe ich was verpasst? Ach nee, das war mein Turbo-Modus. Jetzt weiß ich das. Ja, das ist natürlich praktisch, dass man hier an Wänden entlang laufen kann. Oh, und hier würden wir nochmal so eine Glocke bekommen. Ah, die können wir uns als Reserve aufheben. Das ist natürlich schön. Nein, da will ich nicht hin. Aber ich will mal was ausprobieren. Ah, man kann da auch so lang klettern. Das müsste dann ja hier auch funktionieren, oder? Aber das funktioniert nicht ewig. Naja, fast nicht ewig. Also... Ah, toll. Na komm, mach nochmal. Ah, das funktioniert wohl nicht ganz so oft. Aber wenn ich von hier starte, dann klappt das. Sehr schön. Aber ich möchte jetzt erstmal hier in die Röhre rein, denn ihr habt es ja schon gesehen, da ist dieser Stern... Sehr schön. Ja, ja, ich weiß. Ich muss hier da hochkrabbeln. Bist du wohl ruhig? Danke. Ja, nervt mich nämlich ein wenig. Diese Sterne sind wohl so eine Art Bonussterne bei New Super Mario Bros. Ich dachte, du fällst schon runter. Das wäre natürlich blöde ausgegangen. Da war das so, dass man damit irgendwas auslösen konnte. Hier verstehe ich den Sinn noch nicht ganz da so drin, aber mal gucken, was es ergibt. Okay, hier wären wir hergekommen. Ah, wir haben wieder so eine Zeit... mitlaufen. Das habe ich jetzt so nicht mitbedacht oder gesehen. Ja, ab in die Röhre. Mal gucken, wo die uns hinführt. Ich würde sagen, eine neue Ebene. Aber hier haben wir einen Checkpoint, kennen wir auch noch. Also an sich, die ersten Eindrücke, muss ich sagen, gefallen mir. Wobei ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft habe. Also Wasser und Katzen geht ja eigentlich sonst nicht. Aber ich finde schön, dass die Musik sich so an dem Wassersound anpasst. Was haben wir denn hier? Ah, da oben ist das Ziel. Das ist nett, dass du mir eine Ausschau hältst. Aber ich suche noch ein paar Sterne, Mädel. Moment. Münzen nehme ich auch gerne mit. Oh, ja, nochmal dieses Katzending, aber das habe ich ja schon. Deswegen hilft mir das wenig. Komm, hoch hier. Hoch, 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 hoch. Jawohl, hast geschafft. Ha, bleibst du wohl... Was ist das denn? Eine Uhrzeit? Na, kommst du wohl her? Ich bin schneller wie du. Jawohl, ich habe dich gefangen. Kann ich den großen Hasen auffangen? Bleibst du wohl hier? Hier geblieben? Jawohl, ich habe dich gefangen. Moment, was ist das? Ab nach unten. Hier ist ein Pilz, den will ich haben. Aber, boah, ja klar. Und was machen wir jetzt damit? Wir zerstampfen mal hier eben alles, oder wie darf ich das verstehen? Das ist zwar schön, aber hilft mir, glaube ich, nicht wirklich weiter, oder? Ne. Und vor allem, ich habe mein Katzen-Mario dadurch verloren. Das ist unfair. Hätte ich das gewusst, hätte ich diesen Pilz auch gar nicht an mich... Ah, nee, da ist nochmal Katzen. Okay.
Außerdem ist das Katzen Luigi, nicht Mario. Tut mir leid. Ich kann mich... Da ist noch ein Hase. Den packe ich mir auch noch. Ah, noch ein Stern. Und es ist sogar der zweite Stern. Also hoffe ich zumindest. Wir gehen mal auch durch die Röhre. Ein Stempel. Okay, den brauchen wir auch, habe ich gesehen. Aber warum, weiß ich noch nicht ganz. Hallo? Ja. Ich wollte... Wie kann ich denn steuern? Ah, ich muss in die Richtung drücken, in die ich die will mit der Röhre. Dann wird mir das schon mal ein bisschen klarer. Allerdings suche ich jetzt natürlich noch... Moment, kann ich da unten lang gehen? Da zwischendurch? Na, mal gucken. Da ist auf jeden Fall was. Haha, dachte ich es mir doch. Ein extra Leben. Sehr nett verpackt. Da beginnt schon mit den Herausforderungen. Moment. Erstmal gehe ich hier hoch. Na. Okay, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass die Zeit auch noch beendet wird. Aber da vorne ist ja schon das Ziel. Ich gehe jetzt erstmal in die Röhre. Ach so. Ach, die Röhre ist dafür da, dass wenn man kein Katzen-Mario Luigi mehr ist, also kein Katzen-Luigi, Katzen-Mario, Katzen-Tod, dann hilft das einem. Aber ich will hier noch nicht dran. Es gibt nämlich irgendwo noch einen Stern. Den will ich haben. Und wenn ich mich recht entsinne... Oh, ein super Sprung. Den kannte ich bis jetzt noch nicht. Nein. Ist hier einer drin? Ein Großmachpilz, den will ich nicht. Ach, schade. Ich habe gehofft, ich kann den anderen Stern mir holen. Aber ich finde den hier nicht, beim besten Willen. Muss ich ihn wohl irgendwo übersehen haben. Ich denke mal, es gibt noch die Chance. Nein! Was mache ich denn? Kletter mal ganz schnell da hoch. Danke. Ich glaube, Luigi springt viel zu weit. Jawohl! 1000 Punkte, aber ich glaube, wir haben kein extra Leben bekommen dafür. Ja, also Punktezahl. Man kann Stempel sammeln in jeder Welt. Jetzt sehe ich das. Sieht interessant aus, definitiv. Und wir haben 2 Sterne bekommen. Was es allerdings mit den Sternen auf sich hat, kann ich noch nicht genau sagen. Und vor allen Dingen... Nett, dass er speichert. Speichervorgang abgeschlossen. Dann braucht man sich darum auch nicht kümmern. Menü. Fortsetzen. Nee, möchte ich nicht wechseln. Was kann ich hier festlegen? Achso, wie ich die Kameraeinstellung mache. Okay. Okay, hier wird es wahrscheinlich Welt 1 sein. Dann haben wir da Welt 2, Welt 3, Welt 4, Welt 5, wenn ich das jetzt erstmal so sehe. Ne, Moment. Ach, ich wollte schon hier auf die Sterne gucken. Ah, wieso? Ich drücke mal die falschen Knöpfchen. Hallo? Wieso geht's aber? Also in Welt 1, Stufe 1, haben wir die Welt abgeschlossen. Wir haben auch den Stempel erhalten. Den höchsten Highscore interessiert mich sowieso meist nie. Ah, es gibt auch eine A-Welt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und es gibt so eine Pilzwelt. Mhm. Auf jeden Fall fehlt mir noch ein Stern. Das kann natürlich nur bedeuten, dass ich nochmal da rein muss in diese Welt. Aber ich wüsste nicht, wo ich den Stern vergessen habe. Probieren wir es einfach mal aus. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit für diesen Part. Irgendwo muss ja hier nochmal ein Stern sein. Den werden wir sicherlich noch finden. Hier ist erstmal so ein Goomba. Man kann ich dich auch kaputt treten. Sehr schön. Also hier, bis hier war nichts. Da war zwar ein Stern, aber den haben wir schon. Hier kommen wir hoch. Also ich finde es schön, dass die Welt auch so gemacht ist. Moment, mal gucken, was passiert. Au! Gut, das habe ich nicht kommen sehen. Dass die Welt so gemacht ist, dass man sowohl als Katzen als auch als Normaler das durchgehen kann. Ja, das ist nett, aber mir fehlt immer noch ein Stern. Ich wette, das hat was damit zu tun, dass ich hier groß werden muss. Na, bleibst du wohl hier? So, fertig, getroffen. Den Stern habe ich ja schon, den mir jetzt das Ding gegeben hat, aber... Ich wette, es hat was damit zu tun, dass ich hier groß werden muss, aber... Was genau, das kann ich nicht sagen. Außerdem ist hier noch diese Uhr, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür die ist.
Ah, vielleicht sollte ich das Ding nicht kaputt machen, damit der Pilz hier oben bleibt. So, und jetzt nehmen wir auch noch die Uhr mit. Aber das hilft uns, glaube ich, überhaupt nicht. Ja, ich nehme den Stern gerne mit, aber das hilft uns... Also mir persönlich hilft das irgendwie gar nicht. Ne, beim besten Willen, ich weiß nicht, was mir das hätte helfen sollen. Hier war das extra Leben, okay, aber jetzt sind wir schon wieder am Ende und hier war ja kein Stern, oder zumindest sehe ich keinen Stern. Ja, wir nehmen nochmal die Münzen mit, für ein extra Leben brauche ich definitiv nicht. Mich interessiert vielmehr, wo ich meinen Stern vergessen habe. Ja, ein Großmachpilz, aber ich war ja noch nicht mal klein im gesamten Spiel. Also ich schätze, der wird irgendwo versteckt sein, wo man so nicht einfach drankommt. Oder hier unten, drunter? Ha, 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 ha. Wie nett versteckt. Ja, auf so eine einfache Situation muss man auch erst kommen, weil ich dachte mir, jetzt in dem Moment, ihr werdet sicher fragen, wie ich da drauf gekommen bin. Ja, wenn ich der Groß-Luigi gewesen wäre, dann wäre ich da sicher irgendwie durchgegangen. Oh. Ja, genau. Ich hätte bestimmt die Möglichkeit gehabt, da durchzubrechen. Und das hat mir dann wiederum die Idee gegeben. Darf ich mal... Bleibst du wohl hier? So, dich nehme ich auch nochmal mit. Gut, wir haben jetzt ein Leben vergeudet, aber das sehe ich jetzt nicht ganz so tragisch. Moment, ich muss erstmal wieder Katzen-Luigi werden. Ach, komm schon. Nein. Ach, Luigi. Also mit Mario komme ich bis jetzt immer besser klar, habe ich das Gefühl. Hoch, hoch, hoch. Jawohl. So, erstmal den Kleinen hier. Wofür die Uhr da ist, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Das macht aber nichts. Ah, und jetzt will ich mal da durchpreschen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, genau das meinte ich nämlich, dass man dann hier durchkommt. Das ist doch recht interessant. Also es gibt selten mal irgendwie, dass man solche Items nur für Just for Fun braucht. Also war das schon irgendwie ein Sinn dahinter. Den haben wir jetzt natürlich auch herausgefunden. Ah, okay, das hat nicht ganz so funktioniert, aber wir haben es geschafft, die 3 Sterne mitzubekommen. Und darauf bin ich jetzt ziemlich stolz. Für den allerersten Part kann ich sagen, ja, das haben wir gut gemacht. Ja, die Punktzahl, die interessiert mich eigentlich bei Mario-Spielen so gut wie nie. Aber wir haben die 3 Sterne gefunden. Ich denke mal, da wird es doch bestimmt irgendwas geben, wenn man alle Sterne hat. Und können im nächsten Part dann hier hingehen. Werden wir aber nicht mehr jetzt im Angriff nehmen, sondern das werden wir uns für den zweiten Part definitiv aufsparen. Ich kann nur sagen, dass ich von diesem Spiel erstmal gut angetan bin. Es macht ein wenig Spaß. Es sind ein paar neue Features da. Mal gucken, wie lange das Ganze noch Spaß... Oh, ich sehe gerade, dass da ein Stern auf dem Luigi ist. Wusste ich gar nicht, dass man das bekommt. Egal. Was ich noch sagen wollte, mal gucken, wie lange das mit dem Spaß anhält. Weil bei Mario Galaxy war es irgendwann auch so... dass dann so eine Art Routine reinkam. Es war irgendwie immer das Gleiche und man hatte dann, der Spaßfaktor ging ein bisschen verloren. Wurden aber mit ein paar anderen Features dann recht schnell wieder interessant und das will ich mal gucken, wie das hier auftaucht. Um einen kurzen Vergleich zu haben, bei Mario Galaxy gab es dann zum Beispiel so einen Turbo-Stern oder ein Tempo oder Risiko oder was auch immer, um ein bisschen dasselbe Level nochmal schwieriger zu machen. Musste man nicht machen, war optional, hat aber nochmal so einen gewissen Reiz gegeben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier sein wird. Aber erstmal werden wir diesen Part von Super Mario 3D World beenden. Ich hoffe, euch hat der Part soweit gefallen. Mir macht das Spiel auf jeden Fall riesig Spaß. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Part ein. Danke fürs Zusehen und bis dahin.